Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute haben wir eine ganz besondere Konstellation, aber auch ein besonderes Thema. Wir reden heute über die parasitäre Belastung unseres Körpers. Woher kommt sie? Wieso ist sie da? Was kann man dagegen tun? Und wieso redet kaum ein Arzt über dieses Thema? Die Konstellation von der Gruppe, die ich heute habe, ist einerseits die Frau Dr. Friederike Wichel von der Swiss Mountain Clinic. Herzlich willkommen, liebe Friederike. Dankeschön. Ich weiß, du praktizierst ja das in der Swiss Mountain Clinic schon seit vielen Jahren und warst auch schon in Seminaren von unserem Ehrengast. Und der Ehrengast ist heute zugeschaltet aus England. Ich weiß nicht, ob er London ist oder in England was für blöde Frage. Ob er direkt in der Stadt ist oder auf dem Land. Aber es ist niemand geringer als der Dr. Dietrich Klingert, den ich hiermit auch ganz herzlich willkommen heiße. Hallo, liebe Dietrich. Hallo, Alex. Und hallo, Friederike. Bist du jetzt in der Stadt oder eben in London, damit ich dieses Thema abhaken kann? Ich bin in einem sehr kleinen Ort, den ich nie preisgeben werde. Großartig, super. An der Küste, an der Channel-Küste. Ja, ach super, wunderbar. Friederike, du hast mich oben schon mit einer Frage konfrontiert, die du dem Herr Dr. Klinghardt gerne gerade sofort stellen möchtest. Darf ich dich gleich bitten? Na klar. Weißt du, Dietrich, für mich, ich bin ja junge Ärztin, 35 Jahre, das ist so, seit 2-3 Jahren bin ich mit der Mama dort in der Swiss Mountain Klinik Seite an Seite tätig und habe mich so für die Parasiten stark gemacht und sehe eigentlich in meiner jungen Erfahrung, dass auch zu jeder Krankheit immer ein Erreger, zu jeder Krankheit auch immer irgendwo ein Erreger vorhanden ist. Und ich will einfach so gerne mal von dir wissen, wie so deine Erfahrung ist. Wie ist das mit den Parasiten? Wie siehst du das? Ist das eigentlich Seuche oder ist das auch eigentlich Segen? Weil sie gehören ja zu uns. Ja, also erstmal vielleicht so als Überblick. Würmer gehören zur großen Spezies der Helminthen. Und die Helminthen selber haben die größte Biomasse auf der Erde. Ja, Biomasse ist so, wenn man die Gesamtheit der Menschen zusammennimmt, haben die ein bestimmtes Gewicht. Das ist die Biomasse, oder? Es gibt eine Biomasse von Bäumen, eine Biomasse von fliegenden Insekten. Und als Einzelbiomasse sind die Helminthen, haben die größte Biomasse. Das heißt, die gehören auf jeden Fall hier auf die Erde und sind Teil von unserem natürlichen Mikrosystem. Und ist natürlich auch ganz klar, wenn wir uns die Darmflora anschauen, also das, was bei uns im Darm ist, ist das, was am ähnlichsten ist der fruchtbaren Erde. Und dass auf jeden Fall hier bestimmte Wurmsorten auch dazugehören, das ist völlig klar. Und jetzt so von einer aus mehr therapeutischer Sicht, ist es also meine Einsicht, mit der ich im Moment noch alleine stehe, ist die, dass jeder Keim, den wir als pathogen bezeichnen, aber auch jeder Parasit, den wir als pathogen bezeichnen, ist potenziell symbiotisch und lebt mit uns und nimmt Teil an unserem an unserem Immunsystem, nimmt Teil an unserem ganzen Leben auf gute Weise und gibt uns was wir ohne den Wurm nicht haben. Das heißt, es betrifft die Würmer. Ich habe das Beispiel immer gesagt bei den Borrelien, oder? Wir wissen, dass die Syphilis nahe Verwandter ist und auch Spirocheten. Und wenn wir uns die Leute anschauen, historisch gesehen, die Borrelien hatten, Mozart, Beethoven hat sein Gehör dadurch verloren, Nietzsche, diese enormen Gedankengänge, die er machen konnte, waren nur möglich unter dem Einfluss der Borrelien. Das heißt, Borrelien stimulieren auch enorme Kreativität. Mhm. Es kommt immer nur darauf an, einmal auf die Dosis, wie viel davon haben wir. Und dann kommt es darauf an, verhält sich der Parasit, und jetzt egal, ob das ein einzelliger Keim ist wie eine Borrelie oder ein mehrzelliger Keim wie ein Bandwurm, verhält sich dieses Tier in uns symbiotisch. Das heißt, leistet es bestimmte Dienste, die wir brauchen. Oder verhält es sich pathogen, dass es mehr nimmt, als es gibt? Das ist immer die Frage, ist der Austausch von Geben und Nehmen, ist er ausgeglichen oder nicht? Und das heißt, für mich gibt es primär den Ausdruck pathogene Keime nicht mehr, sondern nur noch, es gibt Keime in uns, die sich pathogen verhalten. Mhm. Und dann, wenn ich den Gedankengang weiter verfolge, ist like, okay, ich
praktiziere jetzt Medizin seit 48 Jahren und habe einiges gesehen und vor allen Dingen die enormen Veränderungen in der Umwelt. Und es gibt ja unter uns Ärzten leider sehr wenige, die einen Blick haben auf die Parasiten überhaupt. Also wenn wir von Parasiten sprechen, sprechen wir meistens von den mehrzelligen, also die kleinen Würmer, großen Würmer und Bandwürmer, die dann auch mal 4-5 Meter lang sein können. Aber so von der strikten Definition her gehören Lamblien und Amöben auch dazu und die Toxoplasmen von unseren Katzen und theoretisch auch Bartonella, die Katzenkratzkrankheit. Und Borrelien ist dann die Frage, sind es noch Parasiten oder sind es nur Infektionen? Da ist dann, die Definitionen sind nicht ganz scharf, die wir bei uns in der Medizin haben. Und jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, dass zum Beispiel die Erkrankung, die Borreliose, oder ist eigentlich schon seit den 60er Jahren bekannt. Und trotzdem ist jetzt das Hinweis 2021, oder das ist jetzt 41 Jahre später, gibt es an den Universitäten immer noch die Professoren, die sagen, Borrelien gibt's nicht oder die spielen keine Rolle, oder? Wobei die von uns, die im Feld arbeiten, wissen, dass es ein großer Teil der chronischen Erkrankungen dadurch verursacht ist. Ich erwähne jetzt das Beispiel Borrelien, oder? Weil bei den Borrelien sind die Sachverhalte völlig klar. Es gibt gute Immundiagnostik, es gibt gute Keimdiagnostik, die ganz klar zeigt, ja, sie haben diesen Keim, und dann ganz klar Symptome, die dem Keim zugeordnet sind, und dann die Erfahrung, wenn der Keim auf jemand anders übertragen wird, wird die Person ähnlich krank. Und wenn ich den Keim entferne, bewegt der Patient sich wieder Richtung Gesundheit. Das sind so die im Groben die Kochschen Kriterien, sind alle erfüllt mit den Borrelien. Und trotzdem wird die auf universitärer Ebene immer noch abgelehnt in vielen Unis in Deutschland, mit denen ich in Kontakt bin. Und jetzt, wenn es zu den Parasiten geht, oder? Bei den Parasiten wird es nur ganz wild, oder? Es gibt bei den Parasiten das Schwierige, das Eigenartige in der Medizin, es ist, je kleiner das Tierchen ist, oder wenn es ein Virus ist, haben wir tolle Diagnostik. Haben wir gesehen, ist bei Covid, naja, kann man anzweifeln, was im Moment als Test da ist, aber die haben innerhalb von 2 Wochen, oder? Nach Erscheinen der Erkrankung gab es den Test, oder? Und der heute überall angewendet wird. Fraglich, was der Test wirklich zeigt. Aber je größer das Viech ist in uns, desto schwieriger wird die Diagnostik und desto ungenauer wird die Diagnostik. Und es gibt für Parasiten nur eine ganz marginale, unzureichende Labordiagnostik, sagen wir es mal so. Oder ich sage das Beispiel immer gerne, es ist noch nicht so lange her, vielleicht 10 Jahre, habe ich eine Patientin diagnostiziert mit einem Bandwurm aufgrund von meiner ART-Technik, autonome Response Test. Und die Patientin wollte dann ganz sicher sein und ging dann zur Uni bei uns in Seattle zum Professor für Parasitologie. Und er hat sie nur angeschaut, hat ein paar Stuhlproben gemacht, hat keinen Bandwurm gefunden und hat mir einen sehr, sehr bösen Brief geschrieben, oder? Und auch mich angezeigt gleich beim Medical Board, und es geht ja da immer gleich seine Runden, oder? Und dann kam die Frau dann sehr bescheiden und sehr betroffen zu mir zurück und sagte, na, sie möchte aber die Behandlung auch trotzdem auf jeden Fall durchmachen. Hat die Behandlung gemacht, und dann, was rauskam, war ein 14 Fuß langer, das ist also über 4 Meter langer Bandwurm, kam raus, oder? Und den haben wir dann sehr schön verpackt und dem Professor zurückgegeben. Auf den Tisch gelegt. Ja, und der Professor hat zumindest seine Anklage beim Medical Board zurückgezogen aufgrund des Inhaltes des Briefs, den ich ihm mitgeschrieben habe. Aber daran kann man eigentlich an diesem einfachen Beispiel sehen, dass es da eine Krise gibt. Und dann noch ein anderes Beispiel, eine Patientin von mir, die ganz deutlich im Stuhl Würmer hatte, oder? Und dann bin ich mit ihr mitgegangen ins Labor, oder?
und haben zugeschaut, wie die Laborassistenten mit dem Stuhl umgehen. Ja, und das sah so aus, dass die Assistentin hat den Stuhl so auf den Teelöffel so einen Abstrich gemacht, so auf ein Glasplättchen, und die Würmer, die deutlich sichtbar waren, hat sie auf die Seite gelegt. Dann habe ich sie gefragt, ja, wieso legen Sie denn die Würmer auf die Seite? Und dann hat sie mir wirklich ernsthaft gesagt und gesagt, ja, weil ich kann sonst mit dem Mikroskop ja nichts sehen. Die Würmer sind zu groß. Nein, wie peinlich. Das war die Antwort. Die Erklärung und Wahnsinn. Der offizielle Test war dann auch negativ, obwohl die Würmer sich neben dem Glasplättchen deutlich bewegt haben und versucht, ob sie noch fliehen können irgendwohin. Und vielleicht noch ein dritter Aspekt. Ich habe fast 3 Jahre in Indien gearbeitet, in einer Klinik, wo ich sehr viel von meinen Grunderfahrungen gesammelt habe. Und wir hatten dort Zugang zu einem der weltbesten Parasitologen, die es eben im Westen gar nicht geben kann. Oder wenn ein Parasitologe im Westen mal einen Bandwurm sieht in seinem ganzen Leben, dann ist das schon toll, oder? Und in Indien jemand, der 5 Fälle am Tag hat, hat einen ganz anderen Erfahrungsschatz. Und dieser Parasitologe zeigte uns sehr, sehr deutlich, dass wenn eine Stuhlprobe untersucht wird, dass jeder Wurm, jeder uns bekannte Wurm hat die Fähigkeit, in seinem Tod Enzyme auszuscheiden, die den Parasiten völlig auflösen und völlig unerkennbar machen, bis hin zur DNA. Und dieses Enzym wird spätestens freigesetzt, ungefähr 15 Minuten, nachdem der Stuhl gesetzt wird. Also nachdem der Patient seinen Stuhlgang hatte, oder? Dann haben wir 15 Minuten Zeit, den Stuhl zu untersuchen, um Würmer und Wurmeier zu finden. Und was machen wir hier im Westen, oder? Das erstmal heißt immer die Voraussetzung, also mindestens 3 Stuhlproben, oder? Und lassen Sie, also Montag kommt die Stuhlprobe, es kommt erstmal in den Eisschrank, Dienstag und Mittwoch nochmal, oder? Und dann haben wir schon 3 Tage gehabt und dann wird das Ganze verschickt ans Labor und sitzt dann im Labor im Kühlschrank für 1, 2, 3 Tage oder auch mal eine Woche und wird dann untersucht. Und vom Prinzip her ist aber völlig klar, dass da die Chance, da noch was zu finden, ist maximal klein. Und die besten Parasitologen, mit denen ich spreche, sagen, wenn wir die besten Teste im Moment annehmen, auch die Antikörpertests und die Antigentests und den Speicheltest und die PCR-Testung, erwischen wir maximal 10% der Parasiten, die wirklich da sind. Und das heißt, wir haben eigentlich, was Parasiten angeht, haben wir ein grundlegendes Problem, dass die Diagnostik, die wir haben, dem Problem nicht gerecht wird. Gut, und dann möchte ich jetzt vielleicht nochmal sagen, es gibt durchaus Wurmsorten in uns, die durchaus wichtig sind. Wir behandeln autistische Kinder zum Teil, indem wir ihnen mikroskopisch ein Getränk geben, das hat mikroskopisch kleine Würmer drin. Und die Würmer entfalten ihre Arbeitsweise im Darm und scheiden bestimmte Stoffe aus, die mit der Intention, unser Immunsystem zu modulieren und zu besänftigen, damit der Wurm nicht angegriffen wird durchs Immunsystem. Aber was sind das für Würmer? Was gibt man da? Was ist das für ein Wurmmix, den die bekommen? Da gibt es verschiedene Adressen, wo wir den bestellen. Mhm. Ja, das ist ein kleines Getränk, schmeckt wie Salzwasser, kleines trübes in einem kleinen Plastikfläschchen. Und es wird einmal die Woche geschluckt und so insgesamt 6 bis 10 Mal. Und dann entfalten sich diese mikroskopisch kleinen Würmer im Darm und scheiden dann ihre immunmodulierenden Substanzen aus. Und das vor allen Dingen beim Pandas und Pans, bei den schlimmsten Symptomen, die autistischen Kinder haben, wirklich fantastisch. Aber das Problem ist, sobald die Leute gesunde Würmer zu sich nehmen, können wir keine Wurmbehandlungen mehr machen für die Würmer, die sich pathogen verhalten in den Kindern. Und das heißt, für uns die Reihenfolge ist immer ganz klar, erstmal die sich pathogen verhaltenen Würmer loswerden durch eine gute Wurmbehandlung und dann die Würmer zusetzen, die gesundheitsbringend sind. Ja, also zu dieser Reihenfolge versuchen wir, soweit es überhaupt möglich ist, einzuhalten. Liebe Dietrich, ich muss mal eine Frage einwerfen für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt zuschauen. Wann merken die Zuschauerinnen zu Hause oder die Zuschauer, dass sie möglicherweise parasitäre Belastung haben? Wann ist dieses Thema, wo wir jetzt diskutieren, für Sie relevant? Ja, so das Hauptsymptom
das uns anregt, danach zu suchen, ist die chronische Erschöpfung, ja, chronische Müdigkeit, chronische Erschöpfung. Und dann bei Kindern, also wenn Kinder Würmer haben, vermindert es die Intelligenz und ihre Fähigkeit in der Schule präsent zu sein. Und Wurmerkrankungen machen auch so eine eigenartige Art von sporadischer Verrücktheit. Also dass Leute, vor allem Kinder, plötzlich Dinge machen, wo man sich aber nur den Kopf schüttelt und sagt, was ist da jetzt in der Birne durchgebrannt? Mhm. Gibt es auch irgendwelche Erkrankungen, wo die Schulmedizin diagnostiziert, wo aber die Ursache gar nicht eigentlich da zu suchen ist, sondern eigentlich bei den Würmern oder Parasiten? Ja, das Problem bei uns Menschen ist, dass unser System hat nur ein bestimmtes Repertoire an Krankheitssymptomen, das unser Körper erzeugen kann. Mhm. Und unglücklicherweise sind die Krankheitssymptome bei der chronischen viralen Belastung durch Epstein-Barr oder jetzt durch die Long-Covid, sind die Symptome praktisch identisch wie bei der chronischen Borreliose und praktisch identisch mit der chronischen Parasitenerkrankung. Ja, dass der Körper hat nur so viele Antworten, wie er auf diese Mitbegleiter in ihrem Leben damit umgeht. Mhm. Und wenn wir Glück haben, also bei den Wurmerkrankungen, ist es schon häufiger, dass der Patient auch Leber- oder abdominelle Symptome hat. Die müssen aber nicht da sein. Also bei der akuten Wurmerkrankung oder sind die Symptome im Bauch. Bei der chronischen Wurmerkrankung sind die Symptome systemisch. Es kann aussehen wie eine Arthritis, es kann aussehen wie Nebel im Gehirn, es kann aussehen wie Gedächtnisverlust, es kann aussehen wie Schlafstörungen. Und von daher, Alex, du weißt, ich habe ein besonderes System vom Testen entwickelt, den manuellen Test, das sieht ähnlich aus wie angewandte Kinesiologie, ist aber in sich sehr anders, wo wir sehr schnell sehen, ist es viral, ist es eine chronische Hefepilzbelastung, sind es Parasiten. Mhm. Und wenn Parasiten testen, dann haben wir eben bestimmte Wege entwickelt, wie man mit der Behandlung vor sich geht. Und da gibt es eben auch eigentlich Erschreckendes in der Schulmedizin. Oder ich nehme mal ein Beispiel, ist das Mittel Biltrizide von der Firma Bayer. Das sind Mittel gegen Rundwürmer, die oft so in der Leber- und Gallengängen leben. Und die Angaben von der roten Liste ist, man gibt als Einmaldosis 20 Milligramm pro Kilo. Wenn ich dann die Anweisung anschaue von der Firma Bayer, die sagen dann 40 Milligramm pro Kilo. Und dann schaue ich mir die Studien an, die veröffentlicht sind, und die sagen 1000 Milligramm pro Kilo. Oder? Und das ist ein kleiner Unterschied zwischen 20 und 1000. Ja. Oder? Und wenn ich die wirksame Dosis haben möchte, wo ich wirklich, das Problem ist, wenn die Ärzte, die von Parasiten noch nicht so viel wissen, richten sich dann nach den 20 Milligramm pro Kilo und geben das, und es passiert nichts beim Patienten, und dann ist der Schluss vom Arzt, naja, es sind doch nicht die Parasiten, wir müssen nach was anderem suchen. Oder? Und für uns ist es klar, dass die gesamten Dosisanweisungen, wenn wir in der wissenschaftlichen Literatur sehen, viel, viel höher sind als die Anweisungen, die uns in der roten Liste zur Verfügung gestellt werden als Ärzte. Und das ist ein riesen Problem. Denn wenn ich als Arzt ein paar Mal versuche, jemanden zu behandeln für Würmer, und jedes Mal geht es in die Hose, weil nichts passiert, dann sage ich natürlich, na, das ist nicht das richtige Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen. Und für mich ist es eben so, dass wir gelernt haben, damals in Indien schon in der wissenschaftlichen Literatur zu schauen, anstatt bei diesen Monographien, die uns dazu auf den Tisch gelegt werden von den Firmen. Und dass dann die Post richtig gut abgeht, wenn ich mit den richtigen Dosierungen behandle. Und das ist mal das eine. Das Zweite, was ich vielleicht sagen will an dieser Stelle, ist, dass wenn wir verdächtigen, dass der Patient Parasiten hat, gehören die schulmedizinischen antiparasitären Mittel, sind die Medikamente, die am wenigsten Nebenwirkungen haben von allen Dingen, die es in der Schulmedizin gibt. Ja, und nicht nur dieses, sondern du warst raus, dass sich jetzt herausgestellt hat, dass fast alle Wurmmittel
sind fantastische antivirale Mittel. Während des Workshops immer wieder gesagt und jetzt auch für Covid-19, die führenden langzeitbehandelnden Mittel für die chronische Form von Covid-19 ist Ivermectin, Itraconazol, das ist das Alinia und Daxon. Also es gibt eine ganze Liste von antiparasitären Mitteln, die jetzt weltweit sich gezeigt haben die besten antiviralen Effekte. Und dann nicht nur dies, sondern fast alle antiparasitären Mittel sind auch fantastische Krebsmittel, die wir in der Onkologie verwenden, in hohen Dosierungen, aber praktisch ohne Nebenwirkungen. Es ist sensationell, wenn man sich da mal einliest, was man, oder Ivermectin, fantastisch bei Ovarialkarzinom oder bei Brustkrebs. Und, wo man sich ja auch wieder fragen kann, ist Krebs ein Parasit? Ja, das Krebszellen haben einen ähnlichen Metabolismus wie die Parasiten, wie viele Parasiten. Und von daher ist es kein Zufall. Aber die schlimmste Nebenwirkung von antiparasitären Mitteln ist, dass der Patient vielleicht auch krebsfrei wird und vielleicht auch seine Altlast an Viren abbaut. Und das gilt natürlich auch für die biologischen Mittel oder die Kräutermittel, die auch, wie zum Beispiel Artemisinin, also Wermutextrakt, oder hat vor 5 Jahren, 2015, den Nobelpreis gekriegt in der Schulmedizin. Muss man auch mal sagen, oder? Ivermectin und Wermut haben gleichzeitig den Nobelpreis gekriegt in der Medizin. Und wir dürfen jetzt zum Beispiel für Covid-19 als Erste dürfen wir Ivermectin gar nicht benutzen. Da wird uns die Lizenz entzogen, oder? Da muss man auch mal drüber nachdenken, warum das ist und wer dahinter steht. Ja, das lassen wir jetzt lieber sein in dieser Sendung. Liebe Dietrich, eine Frage aber noch. Du bildest ja nach wie vor Ärzte aus oder Therapeuten, die sich mit parasitären Belastungen beschäftigen wollen. Ist das richtig? Ja, absolut. Das heißt, die Therapeuten oder Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich da mehr wissen möchten, die könnten sich jetzt irgendwie über ein Klinghardt-Institut möglicherweise anmelden. Gibt's das noch? Ja, Klinghardt Institute, also okay. So auf Englisch mit dem E hinten dran, ja. Institute. Mhm. Klinghardt Institut ist so die einzige Internetseite, die ich selber betreue, wo das drauf ist, was ich mache. Aber ich habe in Deutschland ein Institut INK in der Nähe von Freiburg und dann mein Institut in London und dann meine Praxis ist in den USA. Es ist aus politischen Gründen wichtig, dass ich weit verstreut bin. Ja, das ist traurig. Die Angriffe verteilen sich dann so ein bisschen über die ganze Welt. Ja, so traurig, ich weiß, was du meinst. Das gebührt aber wirklich hoch und Respekt auch und danke nochmals für deinen großen Mut, so zu agieren und wirklich die Welt ein bisschen besser zu machen, auch wenn du gegen Mühlen rennst, ich weiß. Also für uns alle, wenn wir eine parasitäre Belastung als möglich betrachten, können wir auch googeln und einen Arzttherapeut suchen, der nach Dr. Klinghardt ausgebildet ist, oder? Ja. Gut. Ja. Okay. In der Schweiz wissen wir eine gute Adresse dazu, ansonsten einfach googeln. Gut, die nächste Frage, ich habe nicht mehr so viel Zeit, aber ich habe jetzt gemerkt, ich wollte eine zweite Sendung mit dir machen, noch über Borreliose. Jetzt habt ihr in der Sendung gehört, aber Borreliose gehört eigentlich ins Thema rein, oder? Mhm. Also lässt sich Borreliose behandeln? Kriegt man das in den Griff? Ja, natürlich. Also wir als ich angefangen habe damit in den 80er Jahren, war nur die Antibiotika-Behandlung bekannt, weil man dort schnell Erfolge gesehen hat. Aber die Antibiotika-Behandlung war sehr enttäuschend, was die Langzeiterfolge angeht bei der Borreliose. Mhm. Und bin relativ schnell, das war so Anfang 2004, fing das an, 2005, hatten wir einen großen Think Tank in Kalifornien, wo die ganzen Borrelienforscher sich getroffen haben einmal im Jahr. Es waren so 15, 20 von uns, auch Professoren von verschiedenen Unis, wo wir den Austausch hatten. Ich war als Kliniker da, einfach der gesagt hat, ja, wir behandeln das jetzt seit 20 Jahren, ich habe Erfahrung. Und die anderen, die eher so vom Theoretischen her kamen. Und wir haben ein biologisches Protokoll entwickelt, also rein mit Pflanzenmitteln arbeitet. Die müssen allerdings liposomal angefertigt sein und nanonisiert sein. Und wir haben das also geschafft. Es gibt ein paar Firmen,
die meine Arbeit dann durchdacht haben und es umgesetzt haben. Das ist in Österreich biopure.eu und in England Key Science, KI Science. Und jetzt, das Schöne ist, dass auch in der Schulmedizin hat sich viel getan. Oder es gab viele Arbeiten, welches Antibiotikum oder welche Mischung von Antibiotika sollte man geben, um erfolgreich zu sein. Und was sich deutlich an den Vordergrund gearbeitet hat, ist die Arbeit mit Disulfiram. Disulfiram ist in der Schweiz bekannt unter dem Namen Antabus. Ja, das ist das Mittel, was Alkoholiker zu sich nehmen, um sich vom Schnaps zu entwöhnen. Das heißt, wenn die dann trotz Einnahme von dem Mittel was trinken, wird ihnen übel und kriegen Kopfschmerzen und es erzeugt dann einen konditionierten Reflex, wo der ganze Körper Alkohol ablehnt. Und das Mittel ist patentiert um 1850 herum. Das heißt, es ist also schon seit über 150 Jahren, 170 Jahren im Handel. Und ist alles fantastisch bei der Behandlung von Borrelien. Wir nutzen heute eigentlich entweder unsere reine Kräuterbehandlung oder in schweren Fällen gebe ich dieses Mittel mit dazu. Das Mittel hat schon gelegentlich ernste Nebenwirkungen, aber wird im Allgemeinen super gut vertragen und wir machen damit eigentlich alles. Das Problem bei der Borreliose sind eigentlich nicht die Borrelien, sondern ist der Patient mit seinen unterliegenden vorher bestehenden Gebrechen. Der Patient hat auch, die Genetik spielt eine Rolle, die Ernährung spielt eine Rolle, die frühkindlichen Traumata, die der Patient durchgemacht hat. Also wenn ein Keim auf ein System trifft, das geschwächt ist, oder dann nimmt das System den Keim auf und der Keim setzt sich dann an die Stellen im Patienten, die am schwächsten sind. Und das ist eben oft das Gehirn, vor allen Dingen bei den Traumatisierten. Und da sehen wir einfach, dass es meist nicht ausreicht, jetzt nur den Fokus auf dem Keim zu haben, sondern wir müssen die dahinterliegenden Faktoren müssen wir sauber machen. Also wow. Vor allen Dingen im Bereich der Psychologie, der Psychohygiene, aber auch was den Elektrosmog angeht. Ja, wir haben gesehen bei den Parasiten und bei den Borrelien, dass die Belastung durch Radiowellen am Schlafplatz zu Hause der größte Faktor ist, der bestimmt, ob die Therapie funktionieren wird oder nicht. Und bei euch in der Schweiz, ihr habt jetzt auch überall das 5G-Netzwerk und es gibt jetzt seit einer Woche diese tolle Arbeit von Marc de Havas und anderen, die deutlich statistisch den Zusammenhang zeigt, dass dort, wo 5G ist, gibt es die höchste Todeszahl von Covid-19. Und natürlich, Covid-19 ist nur einer von den vielen Bioindikatoren über Probleme. Das Gleiche gilt für die Parasiten, das Gleiche gilt für die Borrelien, dass je stärker die Strahlenbelastung ist, in der der Patient lebt, desto weniger ist der Patient fähig, mit diesen Erkrankungen fertig zu werden. Und da möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, die 5G-Belastung, 3G war schon schlimm genug und 4G, aber 5G hat noch ganz besondere Elemente. Und was passiert mit dem 5G? Der Keim in uns, der eigentlich friedlich in uns gelebt hat und gut angepasst war, der Keim fühlt sich attackiert. Und der Keim selber, egal ob es jetzt nur größer 4 Meter lange Wandwurm ist oder ein 0,4 Mikrometer kleiner Wurm ist, oder? Der Parasit fühlt sich attackiert durch die Radiowellen. Und der Parasit hat nur ganz begrenzte Möglichkeiten, sich bemerkbar zu machen. Und der Parasit macht dann das, was er am besten kann. Er scheidet dann neurotoxische Substanzen aus, um sich bemerkbar zu machen beim Wirt. Hey, hier ist was nicht in Ordnung, du musst was ändern, oder? Weil der Parasit selber kann nicht weglaufen vom 5G, aber erwartet, dass wir als größerer Organismus weglaufen können, oder? Und wenn wir das nicht tun, dann bestraft uns der Parasit. Und es ist wirklich der Hauptgrund für die im Moment immer mehr aufflammenden parasitären Erkrankungen, einschließlich der chronischen Infektionen, ist die Strahlenbelastung und ist die Toxinbelastung, die ähnlichen Wert hat. Aber die Toxinbelastung ist nicht im gleichen Maß angestiegen in den letzten 20 Jahren wie die Elektrosmogbelastung. Ja, die ist exponentiell in die Höhe gegangen. Tja. Und
hat im Moment Ausmaße erreicht, die einfach unglaublich sind aus wissenschaftlicher Sicht, mit dem Leben, mit dem höheren Leben auf der Erde nicht mehr vereinbar sind. Und dass wir alle da aufgerufen sind, erstmal aufzuwachen und zu sagen, ja, hier ist was wirklich nicht in Ordnung. Aber wer zuerst aufwacht, sind die Keime in uns, die uns wissen lassen, hey, geht hier was schief. Das Leben gewinnt immer bis am Schluss. Lieber Dietrich, die Sendezeit ist mir leider schon durch und ich habe jetzt die letzten 2 Minuten überlegt, wie kann ich noch mit einem positiven Ende diese Sendung zu Ende bringen. Vielleicht damit zu sagen, in der Schweiz sind viele Bestrebungen übrigens im Gang, dieses 5G doch mal zu untersuchen, kritisch, bevor man es dann wirklich überall aufschaltet. Es gibt viel Widerstand im Schweizer Volk. Wir Schweizer haben sogar eine Covid-Abstimmung nächstens. Das ist, wir Schweizer haben noch viele Möglichkeiten, die wir hoffentlich auch nutzen werden. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Ziel dieser Sendung war einfach, Ihnen eine andere Sichtweise zu vermitteln, eine kontroverse Sichtweise zu vermitteln, jetzt zu Covid, wo Sie jetzt immer wieder mal gehört haben, aber auch zum Thema Elektrosmog. Bitte informieren Sie sich immer ganzheitlich. Aber das Ziel der Sendung war parasitäre Belastungen. Bitte, 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 wenn Sie nicht mehr weiter wissen mit Ihrer Krankheitskaskade, bitte betrachten Sie auch einmal diesen Punkt der Würmer, der Parasiten, der Viren. Schauen Sie mal da über eine gute Analyse bei einem Arzt, der sich damit auskennt, wie zum Beispiel die nach Dr. Klingert ausgebildeten Ärzte. Die können Ihnen vielleicht auch diesen Punkt ein bisschen mehr Unterstützung bieten. So, lieber großer Meister Dietrich Klinghardt, ich verneige mich nochmals ganz herzlichen Dankeschön. Dank. Und auch dir, liebe Friederike Wiechel von der Swiss Mountain Clinic, danke, dass du auch da warst und uns beehrt hast. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.